Ich werde heute den ersten Brawler auf Rang 25 auf unserem neuen Account pushen. Dabei muss ich aber auch noch es schaffen, am Ende in Solo-Showdown zu gewinnen und werde keine Hilfe haben. Chillig. Und zack. Schaut euch die Animation. Habt ihr das gesehen? Die anderen gehen jetzt nicht offen. Ey! Nein! Ey, ich fasse es nicht. Ich gehe gerade in den Shop und ich habe einfach den Jackpot, Leute. Ich habe ihn einfach. 50 Credits. Wie geil. Direkt für Rico. Ja, was will man mehr, ne? Yo, was ist jetzt hier passiert? Okay, das, das habe ich noch nie gesehen. Der komplette Kopf ist weg. Leute, und wir haben Phoenix Chrome Shop. Oh mein Gott, wir haben so viel. Das ist, okay, das ist jetzt gerade gar nicht geplant gewesen. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, gerne Creator Code Jonas im Shop eintragen. Das Ganze ist völlig kostenlos, wenn ihr euch irgendwas holt. Und damit kaufen wir uns natürlich diesen absolut kranken Skin. Phoenix Crow, einfach heute dazu noch im Shop. Das ist so lucky, den müssen wir uns kaufen. Legendärer Skin, absolut geil. Das hat sich safe gelohnt. Okay, Crow Power 1, wir haben... Yo, wie viele Powerpunkte? Haben wir noch was im Shop? Einen seltenen Pin. Ja gut, warum nicht? Der ist hässlich. So, Power 1, wie immer, ihr seht die Stats, 2400 und 320 Schaden. Unser erster 25er auch für den Account. Ach so, hier im Pass, ne, ich hab's noch gar nicht gezeigt. Hier, es sind noch 5 Stufen, 1, 2, 3, wir müssen die heute voll kriegen. Wenn nicht, müssen wir auch ein paar Quests oder so machen. Die müssen wir auch gleich mal, die machen wir jetzt kurz neu, komm. Vielleicht haben wir Glück und kriegen irgendeine Quest in Showdown, komm. Oh Mann, nicht mal Showdown, nochmal, ne, schade, egal, wäre schön gewesen, okay. Da legen wir mal los, Crow, Power 2 jetzt. 2400, Power 4, ich liebe das immer. Diese Geräusche beim Upgraden sind so geil. Und es ist der zweite Power, 11 Brawler, Sekunde mal. Zählen Münzen? Chat, ich kaufe mir Münzen für Clubcoins. Ja, komm, wofür brauchen wir die sonst? Die Skins sind eh unnötig. Okay, das heißt, so viel Clubcoins hatten wir jetzt leider nicht. Wir kriegen zumindest 500, ansonsten sieht jetzt kein Angebot, leider. Okay, ey, das tut es ein bisschen weh, sage ich ehrlich. Das sind jetzt schon irgendwie 15 Euro nochmal. Das ist schon teuer. Kriegen wir ein Gadget vielleicht kostenlos? Nein. Wie jetzt? So eine Kacke. Ist ja, hä, das ist ja alles sau teuer. Wieso haben wir denn keine Münzen? Also, Power 1 auf Power 11. Wir müssen jetzt unfassbar viel Geld ausgeben. Ich muss gerade mal rechnen. Okay, ausnahmsweise für den Content. Wir kaufen uns ein Gadget, eine Star Power und 2 Gears. Ja, nee, okay, die meisten wollen slow. Die meisten wollen slow. 108 Münzen. Ey, dann kaufen wir uns doch lieber einmal das größte Münzenpaket, dann sparen wir doch eben bestimmt wenigstens ein paar Gems dabei. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, natürlich Creator Code Jonas im Shop nicht vergessen. Vielen Dank. Let's go. 2600 Münzen. Mir fehlt ein Gem. Okay, ausnahmsweise. Wie gesagt, bevor wir kaufen, nochmal hier. Das Ganze unterstützt durch meinen Creator Code. Wenn ihr irgendwas im Shop kauft, bald auch der neue Pass. Denkt dran, im Shop Creator Code Jonas verwenden. So, die 2000 Gems sind nicht für heute, ne? Nicht, dass ihr jetzt Hoffnung bekommt. Die sind natürlich auch für die zukünftigen Folgen. Dann holen wir uns noch einmal das, nochmal das größte Münzenpaket. Das ist so viel Geld für dumme Münzen einfach. Das sind irgendwie 40 Euro. Macht das nicht zu Hause nach, bitte, wie immer. Okay, jetzt aber. Slow Gadget, let's go. Damit können wir verlangsamen. Also, die meisten sagen erste. Ich würde auch erste sagen. Weil dann machen die weniger Schaden, wenn die vergiftet sind. Wehe, ihr seid falsch. Wenn jetzt ein Pro-Spieler kommt und mir sagt, das ist falsch, dann bin ich sauer auf euch, Chat, okay? Okay, also Gear ist relativ obvious. Wir haben ein mythisches Gear. Das ist auch besonders teuer leider, aber so ist es halt. 30% mehr Giftschaden. Das ist komplett OP. Und dazu würde ich Damage Gear nehmen. Einfach ist immer gut. Alter, dieses Gear, ich hatten wir glaube ich im letzten Crow Push noch nicht. 30% mehr Giftschaden. Da müsst ihr drauf achten. Wir sind Power 11. Mit jedem Tick nochmal 30%. Das ist ultra gut. Und dazu Damage Gear. Oh mein Gott, ich habe wieder zu wenig Münzen. Willst du mich verarschen? Egal, komm. Ich habe es durchgezogen. Allein die Skins und alles... Egal, macht es nicht zu Hause nach. Es war teuer. Aber es wird geil werden. Okay, das sind unsere Skins und wir haben sogar noch den... Den haben wir jetzt auch noch im Shop. Für eine Stunde nur. Wieso für nur... Was? Wir haben einen neuen Shop noch in einer Stunde. Oh, wieso das denn? Wechseln die täglich jetzt? Wir starten erstmal ohne Skin. Dann haben wir die beiden hier. Boah, das ist halt schon geil, ne? Okay, erstmal den Originalen. Let's go. Erste Runde. Erste Runde mit Crow. Jetzt schaut euch den Damage an. Ich mache einfach mal einen Hit. Den Barley. 156. Seht ihr? Ey, der Boxer. Aber habt ihr es gesehen? 106... Jetzt hier. 1, 2, 3, 4, 4 mal 600 Damage. Das bedeutet, mit einem vollen Hit plus Poison-Schaden, den können wir verlangsamen. Mit einem vollen Hit plus Poison-Schaden und auch Damage gehe am besten, machen wir über 2000 Schaden. Ohne einen Cube zu haben. 2000. Und wir sind Crow. Wir sind einer der krassesten Distanz. Also, ihr wisst, was ich meine. Wir haben super viel Leben und alles. Das ist OP. Crow ist auch der schnellste Brawler im Spiel. Seine Ult ist absolut geil. Und ich muss sagen, ohne Skin sieht er sogar relativ ungefährlich aus. Aber es hat irgendwie was. Nice. Und zack, finishen wir. Auch die Ult ist halt absolut crazy. Ihr seht es auch hier nochmal.
Vor allem der Slow ist krass, um die Gegner zu finishen, wie hier zum Beispiel. Oh, hier, der letzte Gegner wird es schwierig werden. Aber die sind auch gut sichtbar durch den Poison, das ist halt auch geil. Passt auf. Der war nicht mal gut getroffen, aber muss auch gar nicht. Crazy. Erster Win, die ersten 10 Trophäen und Quests nebenbei ganz wichtig. Ne? Wie gesagt, ich will eigentlich nebenbei mit den Rangaufstiegen auch, kriegen wir auch nochmal. Ich will Mandy, den Skin freischalten. Die Season ist in 11 Tagen vorbei, wir müssen das jetzt schaffen. Wir haben 2 Skins, wir machen mal den ersten. Ich finde den sogar einen Ticken krasser, den Phoenix Crow, persönlich zumindest. Aber der ist auch schon geil. Machen wir erstmal den. Bam. Knochenlord Crow. Okay, Skin Nummer 1, der Knochenlord Crow. Absolut geiler Skin, muss man wirklich sagen. Hier seht ihr den nochmal. Ja, den haben wir auch erst letztens gepusht, das ist trotzdem sehr geil. Aber ich glaube, ich bevorzuge persönlich sogar den Phoenix Crow. Und ja, ihr könnt mal gleich sehen, was für Animationen der so hat. So, jetzt hier. So, der soll ein bisschen weglaufen, dass ich schön drauf springe. Jetzt hier, so. Ach man, der läuft ran. Egal, wir springen hoch. Pass auf, bam. Oh, ey, das sieht schon geil aus, seid ehrlich. Boah. Bam. Hohoho. Ey, die Animation ist ja ultra geil. Hä, wie nice. Hier, ich glaube, es ist also eine, ist so mittelalterlich, ne, mit dem Gift auch. Und das ist so eine Pestmaske so ein bisschen gehalten, ne. Wirkt zumindest so ein bisschen. Und dann haben wir den hier, den Phoenix Crow. Den finde ich immer geiler. Der hat einen. Ihr werdet es sehen. Jetzt, den finde ich. Jetzt hier, ihr seht schon die Animation. Die haben da extra eine Brandanimation reingemacht für jeden Angriff. Seht ihr das? Hier, auch wenn ihr schießt. Ihr verschießt so Flammen. Und das Geile ist hier, wenn der Gegner jetzt hier. Ach, ich treffe nicht. Hier, der brennt. Also, muss ich ehrlich sagen, ist schon einer der Favorite Skins im Spiel. Auf jeden Fall. Safe Top. Vielleicht sogar Top 5. Auf jeden Fall Top 10. Vielleicht sogar Top 3 oder. Also ich finde ihn wirklich geil. Ich finde die Brandanimation. Weil der Mecha Crow auch geil ist, das sind natürlich dann so elektrische Dinger. Jetzt passt auf. Wir finishen jetzt. Oder wir finishen ihn noch nicht, wir finishen ihn so erstmal. So, wir nehmen uns die Ult schön auf. Und das Geile ist, vor allem, dass er auch vor allem wie der Phönix aussieht, wenn man hochspringt. Der breitet so richtig geil seine Flügel aus. Ich finde eine der krassesten Animationen, wenn man die Ult setzt. Und der Phönix, den gibt es ja auch in Clash Royale, stimmt. Der hat ja eigentlich, wenn er stirbt, hat er noch ein extra Leben. Also der hat ja das, also der kann zum Leben neu erwachen. Okay, wir warten und zack. Schaut euch die Animation, habt ihr das gesehen? Er sieht schon, seid ehrlich, er sieht schon geil aus. Ich persönlich finde ihn nochmal besser als den Knochenlord. Wir werden lieber so ein bisschen abwechselnd spielen, aber ich werde erstmal ein bisschen mehr den Phoenix. Hui. Das haut rein für den Account, ne? Also wir sind heute jetzt damit bei 5000, wir sind fast bei 6000 schon. Und Rico können wir auch freischalten. Wir schalten den Safe heute frei. Wir müssen Rico heute freischalten. Das ist super wichtig. Als ob wir jetzt einen Disconnect haben. Wir sind in der dritten Runde. Muss man WLAN ganz schnell wechseln. Ganz, ganz schnell, wirklich. Bin so safe tot jetzt. Ach komm. Hä? Bin ich Top 2? Ich bin in Top 2. Yo, easy win, würde ich sagen. Ja, da liegen überall Cubes rum. Oh mein Gott, das ist. Okay, das ist jetzt aber ein interessanter Showdown. Nach dem Disconnect. Bro, ist so OP aktuell. Schaut es euch an. Gut, er war auch bad. Aber ihr seht halt, wie viel Schaden einfach schon macht. Mit 2 Cubes. Gegen 9. Wir haben gewonnen. Ja, okay, gilt. Okay, dann gehen wir noch auf so 60 Trophäen hoch, würde ich vorschlagen. Digga, der ist auch motiviert. Oh, Mann. Jetzt passt auf, wie viel Damage ich mache. Ist schon crazy. Vor allem auch der Brandschaden. Ja, der haut halt schon echt gut rein, ne? Wenn wir genau drauf landen, müsste eigentlich viel Damage geben. Passt auf. Boah. Ey, die sind langsam auch noch echt random, die Gegner. 500 Münzen noch bekommen, geil. Wir sind drin. Okay, die allererste Brawler-Runde. Crow ist aber nicht unbedingt ein geiler Brawler, um durchzurushen, ne? Leute, ihr könnt nicht direkt so reinrennen gegen die, ne? Vor allem halt, weil ich halt einfach nicht so viel. Ey, nicht so viel Leben hab. Ja, ja, doch, das läuft als so direkt. Das passt auf. Das Ding ist halt vor allem, ich kann halt eigentlich jetzt hier nur die ganze Zeit so rumärgern, ne? Und halt so ein bisschen meinen Poison reinhauen und so. Und halt hier vor allem reinjumpen und. Oh, ja. Sowas. Sind meine beiden Mates tot? Leute! Nein. Junge, er struggelt so hart. Ups, das wollte ich gar nicht. Er struggelt einfach auf einem anderen Level. Oh, Mann. Aber seht ihr diesen Damage? Das ist so krank. Erste Runde mit Crow. Sehr geil. Genauso muss es laufen. Oh, nein. Okay, entscheidende Runde erstmal für Rang 10. Es läuft bisher absolut krass. Pass auf, wir slowen den Dynamite runter. Wir haben jetzt schon mal fette 140 Trophäen hier. Schaut euch an, wie OP Crow. Gut, wir sind noch weit unten. Aber ich bin mal gespannt, wie es später sein wird. Aber seht ihr, ja, es ist so geil. Nice. Okay, ein Tor noch für Rang 10. Wir slowen mal den Devil runter aus Spaß einfach. Ey, mein Mate ist tot. Hallo? Der Ball ist irgendwie reingerutscht, keine Ahnung. GG's. Und damit nach nicht mal 20 Minuten 140 Trophäen. Rang 10, die ersten Starpunkte. Sehr geil. Okay, wen haben wir denn drin? Junge, was ist das denn? 1200 Trophäen. Er hat nur einen Brawler, yo. Hä? Ist das echt? Hä? Wie geht das? Alle Brawler auf 0. Cold Rang 26 und.
Rock Rang 6, was? Was ist denn da passiert auf dem Account? Ich glaube, die B, aber er ist, glaube ich, wirklich gut. Er hat vielleicht Duelle gemacht oder vielleicht Powerliga, Digga. Solo-Show dann vielleicht geteamt. Das ist jetzt nichts Besonderes oder so. So. Ey, dieser. Habt ihr den erhöhten Poison-Schaden gesehen? Das sind 30% mehr Poison-Schaden. Überlegt, wie viel das eigentlich ist. Der wäre gerade nicht gestorben vom zweiten Tick. Ja, die schwitzen. Wieso sind die gerade so am Reinschwitzen eigentlich? Naja. Komisch. Okay, entscheidende Runde für 300 Trophäen. Wir sind 45 Minuten drin. Das ist echt ein gutes Tempo mal wieder. Ist ja noch kein einziges Mal verloren. Wir hauen wieder den Slow direkt drauf. Ja, die sind aber eklig. Die haben auch ein Jump-Pad und sowas. Ne? Das ist nervig. Und Gale ist immer nervig. Aber das ist, glaube ich... Leute, ihr müsst den Ball aber schon mitnehmen. Das Jump-Pad von Gale einfach. Ich weiß es nicht. Ihr könnt tanken, dann kann ich scoren. Achso, Ult von Gale. Ich vergesse es immer. Nice, gute Jumps. Und das ist... Ja, es ist Tor, okay. Ja, schwierig. Wieso haben wir teilweise Disconnects? Kommen die von Bros oder woher kommen die? Ich weiß es nicht. Das war schlecht für mich, ich weiß. Aber ich hab Bock auf den Jump. Der war so schlecht, ich weiß. Ich muss mich auch mal anstrengen jetzt in der Runde. I bet. Scale Ults. Nice. Oh, ich habe gescored sogar. 300 Trophäen erreicht, sehr geil. Okay, auf geht's. Oh, neuer Shop. Ich finde diese Skins so unfassbar hässlich und langweilig. Oh, den Skin würde ich mir so gönnen gerne. Oi. Das war so ein Sweat auf dem Main-Account hinzukriegen oder beide zu kriegen. Inzwischen habe ich irgendwie 140.000 Powerpunkte noch übrig. Star-Punkte noch übrig. Chillig. Was? Ey, die Leute auf der Höhe sind oft noch so random. Das ist geil. Let's go. 40 Trophies. Dann sind wir auf 500 schon mal. Entscheidende Runde für 500. Alter, was ein Tempo mal wieder. Übel entspannt. So, der kommt jetzt zurück, okay. Schön gedodged. Vor allem Max hier nervt. Ey. Oh. Was ist da noch Max alleine? Ja, wie erhofft. Nee. Nein, jetzt bin ich dead. Digga. Also, Absprache bisher nicht on point. Muss man so sagen. So, jetzt erstmal hier alle killen. Chillig. Ja, es passt. Haben wir die Kontrolle wieder weg. Was ist das schön? Okay, ich bin zurück. Es war doch nicht schön. Das war doch schön. Alles gut, ich kann in 10 Minuten. sorry, ich hatte den Ball. Sorry. I bet. Schön. Ach so, dann machen wir noch die eine Runde. Dann schreib rein, sobald du kannst. Dann machen wir noch so lange weiter. 500 Trophäen erreicht, sehr geil. Und 5500 auch direkt. Yo, oha. Chilliger Account. Du hast einfach 8 Brawler auf Rang 35. Nice, danke für den Chester. Ich hab noch ein Slow Gadget gedrückt. Also, oh mein Gott. Soll ich anrufen jetzt? Ja, kannst du mal machen. So, jetzt aber. Finish doch den Kack-Edgar! Oh mein Gott! Ja, komm. Warum sind beide so auf mich gegangen? Der war so. Der war mit 4000 HP im Busch und der finisht ihn nicht. Ich find ihn in Ordnung, aber es ist wirklich nicht gut. Ja. Aber er ist halt so Mitte. Oh. Alles geplant. Sechster Trophäen erreicht, Leute, auf geht's und damit gehen wir in 3 vs 3. Das bedeutet als allererstes Juwelenjagd. Welche Map? Oh, die ist offen, die ist gut. Also, Crow, wie ist Crow allgemein in Juwelenjagd? Was würdet ihr sagen? Ist gut, eigentlich in Ordnung, gut. Oder? Ja. Kontrolle zu halten. Durch den Slow mit einer der stärksten Momente. Oh, shit, das ist noch passiert. Das war natürlich jetzt nicht so schlau. Digga. Oh, ich bin doof. Ich auch. Digga, ich bin gerade so Müll, sorry. Oh, Lex. Habt ihr auch Lex? Nö. Egal. Okay, let's go. Juwelen hat gewonnen und damit gehen wir in den nächsten Modus. Okay, nächster Modus ist Hot Zone. Hot Zone natürlich gerade auf der Map absolut OP, auch in Power Liga. Das ist ja auch eine sehr, sehr gute Map, also eine offene Map für Crow. Ja, und allgemein halt einfach, ne, vor allem immer wieder die Gegner halt treffen und damit halt dafür sorgen, dass sie auch nicht healen können. Und das ist halt krass, vor allem halt auf der Map, die halt so offen ist. Ne? Da kann man auch schön die Range ausnutzen. Dann mit dem Jump drauf finishen. Mac ist auch sehr krass auf der Map, stimmt. Ah, ist der Crow. Nice, er trifft mich nicht. Let's go. Hotzone auch souverän geworden. Damit bleibt nur noch ein einziger Modus übrig. Und zwar haben wir Knockouts. Okay, auf geht's, Hotzone. Muss natürlich vor allem echt vorsichtig spielen, allgemein, klar. Ja, die Schatten nerven so hart natürlich, das Piper.
Junge, wie viel Schatten will ihr noch auf dich draufhauen? Eigentlich seid ihr alle Schatten raus. Kann er mal sterben? Ist echt so, ne? Ich weiß nicht, was er machen will, aber... Ja, gleich bitte. Ja, ist auch besser, denke ich. Okay, ein Kill, ein Win, dann haben wir es. Bei Hotzen, sag ich, bei Knockout ist ja eh eigentlich interessant, dass es immer Best of 3 auch ist, ne? Oh, schade, egal. Ich bin nicht. Was du machst? Ja. Oh, Mann, direkt. Ja, da gut geaimt. Ich werde doch eingekesselt wegen diesen Kackwänden. Hoffentlich schaffst du es noch. Jetzt wird es kritisch. Oh, shit, nee, das war's normalerweise. Leicht. Nee, jetzt ist das was. Ach, shit. Ja, okay, jetzt konzentrieren. Ja. Jetzt komm. Nee, oder? Oh nein, dieser Pull. Er schon beim Verlieren gerade? Nee, da hatte ich. Ja. Oh mein Gott. Ja, okay, ist auch schlecht gespielt, egal. Let's go. Okay, wir pushen jetzt auf 700 erstmal. Und dann schauen wir erstmal weiter. Das müsste eigentlich relativ gut gehen, hoffentlich. Ich slow den Frank mal. Den hilft er nicht mehr so. Oh, schön. Das war krass. Das war schön. Ich hab daneben geschossen. Egal. Ich mach mal den Disrespect. Junge, er vercampt sich einfach hinten dran und schießt auf mich. Ich hasse sowas. Ja, macht's aber gut. Naja. Boah. Ganz halt gestunt. Ich hab alle, glaube ich. Nicht ganz. Ja. Oh mein Gott. Ja! Okay, das war's Talk. Na, nice. Schön. Ja, wenn wir so weiter pushen, sind wir. Ja, 632 schon. Das wird eh. Dann sind wir schon mal gleich auf 700. Okay, entscheidende Runde für 700. Auf geht's. Das muss jetzt hier gewonnen werden. So, ich runter. Ja. Yeah. Geil. Ja. Hast du. Okay, das letzte Tor für 700. Ich bräuchte vor allem eine Ult jetzt irgendwie. Das wäre super wichtig. Ah, schade. Gute Ult von ihm. Aber egal. Ja, Weg freigeräumt. Let's go. Und damit. 7 Trophäen. Ey, 2 Stunden, 12 Minuten. 2,5 werden knapp, ob wir es schaffen. Oh, das war gut. Das war verdammt gut. Da muss man auch gut abschätzen. Ich war mir erst unsicher, aber hä? Chillig. Zack. Yes. Okay, wir sind drin. Viele hatten es gewünscht. Solo-Showdown. Auf geht's. Oh nee, direkt so eine dumme. Die wird es nicht aber nicht fokussen, oder? Auch total dumm. Okay, sehr gut. Solo ist halt immer sehr, sehr besonders. Die Shelly darf jetzt hier halt keinen Stress machen. Die platzieren sich schon mal so ein bisschen. Die Tara. Na, wir müssen aber eigentlich teamen, oder auf der Höhe? Nee, ich hol mir die jetzt. Sorry, ich hab mich umentschieden. Ich meine, die war free. Da muss man nochmal backstabben, ganz ehrlich. Like Cubes. Es kann halt überall immer ein Bass rauskommen. Also die Map ist echt nicht gut für Crow Solo. Das ist so die Sache, aber. Echt Angst, muss ich ehrlich sagen. Aber bei der Ems können wir jetzt eigentlich gut unsere Ult farmen. Oh, eine Shelly mit Snipe. Die ganz auf mich. Lass ihn mal so ein bisschen fighten hier. Chillig. Will das nicht teamen, danke, nee. Ah, jetzt habe ich. Es ist keiner gefinished. Aber ich muss Hits treffen vor allem. Ich slow die jetzt. Zwar dumm, egal. Wobei. Oh, das war eine sehr schlechte Ult von mir. Sehr gut. Und da geht's ab. Da kann ich mir jetzt die Cubes holen. Und dann die killen. Chillig. Oh, jetzt läuft's. 6 Cubes, sehr nice. Bleiben wir erstmal dort. Eigentlich kann ich hier reinschießen. Ich kann jetzt höchstens von dort kommen. Genau. Schlau. Gut positioniert. Gutes Positioning. Stark. So, jetzt hier einfach ein bisschen draufschießen. Es ist noch eine Shelly übrig. Zack. Jumpen. Und höchstens Ult kriegen. Ja! Alter! Erster gegen alle Teamer durchgesetzt. Let's go! 7x30 direkt. Ah, der Team gar nicht in mir, der Team mit dem Bass. Moin. Team hier zusammen. Ich hab nur Angst vor dem Bass. Bass ist nicht so nice. Ey! Achso, okay. Ich hab schon gedacht, aber das war nicht schlau. Ich darf nicht so zulassen, dass die einem so backstabben könnten. Er hätte mich eigentlich jetzt killen sollen, es wäre schlauer gewesen. Das hätte ich nicht zulassen dürfen. Crow ist halt auch wirklich nicht nice auf der Map und allgemein weiß ich. Ich glaube, es ist auch kein guter Showdown-Brawler. Da oben, ja. Ja! Yes! Slow Gadget nochmal gedrückt? Ja, okay. Warte mal, wir sind hier so ein bisschen weg. Okay, machen jetzt den hier. Wir machen jetzt den. Wir müssen weg. Das war auf jeden Fall ein schlauer Move, denke ich. Slow die. Oh, shit. Gar nicht gut. Aber wir können ja. Edgar kann nichts anhaben. Sehr gut. Zack. Ja, mehr als Platz 3 ist nicht drin, ganz ehrlich, oder? Nee. Ey, dafür, dass wir keine Cubes haben, haben wir, glaube ich, gut gelöst. Platz 3. Ich backstabbing jetzt, muss ich sagen. Bin ich dumm dafür, den zu backstabben? Das Ding ist, wie meine Ult voll. Ja, es war nicht dumm. Ist ja gut. Let's go. So, ich meine Ult hat auch aufgeladen. Geht chillig. Ja! Ich komme. Da bist du. Der war echt dort, aber der hatte 12 Cubes. Wichtig, 727. Ich will jetzt vor allem meine Ult kriegen. Das ist mir jetzt doch zu wichtig hier. Ich kann mich halt wirklich überhaupt nicht wehren, leider. Ja, die können jetzt gut backstabben hier. Nice. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, das war schlau.
kann den, glaube ich, finishen sogar. Oh! Das hätten wir. Einen Ticken später, wir hätten gewonnen, aber wir sind Platz 2 geworden. Sehr geil. Und am Ende könnte ich ihn auch easy backstabben, bestimmt. Ich will ihn jetzt aber noch nicht backstabben, oder? Doch. Also, das war jetzt eigentlich free. Oh, shit, Alter. Gerade rechtzeitig, aber hat nichts gebracht. Aber es war free, ihn zu backstabben und die Ult zu nehmen. Das war gut gemacht eigentlich. Aber unlucky, das natürlich ist ja. Das war dann doch zu überraschend. Aber war gut, war gut. 732. Ja, das war smart, das war smart. Slowden. Wurde dir. Yes, schon zwei rausgenommen, wir sind gut. Dritter Crow. Moin, das hätten wir den noch backstabben können eigentlich. Komm, machen wir. Oh, das ist nicht gut. Piss dich. Weg. Unsere Ult haben, sind wir gut dabei. Nice. Jetzt nimmt alle Crows raus. Ich denke, ihn zu backstabben war schlau. Ich meine, wir haben unsere Ult jetzt fast bekommen und er ist raus. Also. Ach komm. Oh. Ich hab gewonnen. Ich hab gewonnen? Ich hab so viel Dab. Was? Nice. Nein. Nein, mein Mate. Das ist natürlich jetzt bitter. Egal, wir sind Top 5 sicher, das ist gut. Und wir haben, oh, wir haben eine gute Position, sehr gut. Und die Trophäen mehr als wieder rein direkt. Okay, hat er gut gemacht. Da war ich dann doch. Er gewinnt. Nein, schade, hätte ich ihm gegönnt. Platz 6. Nochmal, Platz 6 wäre schlecht. Nochmal Top 3, dann haben wir es. Wir müssen jetzt nur Top 3 schaffen. Auf geht's. Top 3. Okay, wir haben eine gute Position. Wir haben an sich auch unsere Cubes. Bull ist eigentlich sogar relativ free, ehrlich gesagt, gerade. Okay, Top 3 müssen wir schaffen. Dann haben wir es geschafft. Man hat echt ein paar dumme Jokes drin, aber... Jokes? C, egal. Ist er noch drin? Ach, oh, wo ich geschaut habe. Der hat mich jetzt inzwischen schon gebackstabbt. Oh, sorry. In Top 5, nice. Mann, es ist so dumm, dass er Bass auf mich Auge gemacht hat. Shady, du bist kacke. Mann, es ist Top 5, aber ja, Crow ist halt nicht gut für Solo. Ich hätte vielleicht Trust, aber das Ding ist, er hat mich instant backstabben können. Was hätte ich machen sollen? Der hat mich sowas von aus dem Leben genommen, direkt. Der holt mich in 3 Sekunden weg. Alter, was soll das denn jetzt? Was hat die sich denn schon wieder gedacht? Keine Ahnung, aber gut. Wir bleiben mal auf Zug. Ich bräuchte meine Ult einmal. Einzige. Nice. Chillig. Nice. Okay, das ist jetzt sehr gut. Wir haben auch eine gute Position hier. Da sind auch viele Leute am Start. Wir müssen Top 3 kommen, dann haben wir es. Crow ist halt nur so random auf der Map, ne? Aber egal. Soll halt jetzt nicht unbedingt gefokust werden. Ja, der nimmt raus. Sehr gut, ich wollte gerade sagen. Okay, die anderen gehen jetzt nicht offen. Ey! Nein! Da ran ist kein Busch! Nein! Minus 5 vor allem. Mann, die Runde war so gut und dann ist da ein Kack-Edgar im Busch. Ja, sorry, war nicht so gefährlich. Bin ich halt alleine, leider. Die Shaddies sehen auch nicht freundlich aus. Ich kann die Büsche jetzt hier auch nicht auschecken, leider. Das ist zu gefährlich. Ich muss erstmal jetzt gerade healen. Ich kann jetzt dich slowen und killen, vielleicht. Oder wollt die Team? Ich glaube aber nicht. Brauche ich vor allem die Ult jetzt wieder? Nice. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Das haben wir. Let's go. Oh, das haben wir vielleicht doch nicht. Die Ult war so kacke. WTF. Ich hab sie. Aber er war trotzdem kacke. Spielt. So, es kann halt überall ein Bass rauskommen. Wir sind allerdings Top 3, also haben wir auf jeden... Wenn wir Platz 1 werden, haben wir es. Okay, wir werden nicht Platz 1. Ja, wie gesagt, Crow halt kacke in Solo, aber trotzdem. Jetzt nur noch... Also, wir kommen immer näher. Wir können jetzt sogar Top 4 werden, dann haben wir es. Wir können es schaffen. Wenn wir Platz 1 werden, haben wir die Runde, ne, by the way. Weil Platz 1 mit Crow auf der Map ist eigentlich so gut wie und ausgeschlossen. Auch schon echt gute Runden da drin. Oh. Oh, das ist chillig. Hallo, ich würde gerne mit dir teamen. Ja, kannst du gegenseitig Ult geben, das ist eh gut. Aber nicht so viel. Ey. Oder jetzt gibt die mir ihre Ult bestimmt. Das ist bestimmt so eine 31erin und gibt mir die Ult nicht. Ey! Jetzt haut die ab! Mit der Ult. Es gibt auch Leute, die Rang 35 pushen. Ah doch, ich hab sie. Getroffen. Es könnte Platz 1 werden, Sekunde mal. Wenn wir es mir schaffen, haben wir den 35er gefinisht. 35er, 25er. Ich bin schon ein paar Schritte zu weit. Nein! Sie hat die Ult gut aufgehoben. Wenn ich die gedodged hätten, wäre es gewesen. Schade. Eine Trophäe, das ist nicht wahr. Okay, entscheidende Runde. Wir brauchen noch eine Trophäe. Ey, aber es hat schon Spaß gemacht, mal Solo zu pushen. Ist schon mal nice. Okay. 2 Cubes schon mal. So. Ist sie irgendwo da? Wir müssen nur Top 5 schaffen. Ist eigentlich voll easy. So, die Runde ist total dumm. Ich kann nichts machen. Hier ist niemand, mit dem wir teamen könnten. Ich habe auch Angst, dass da hinten der Edgar steht. Deswegen würde ich jetzt auch nicht zu weit rauslaufen. Und es zeigt sich hier keiner. Hallo. Ja, ich glaube, wir haben es sowieso so gut wie. Hier ist halt niemand. Come on, Top 5, wir haben es eigentlich. Komm. Was ist für eine lower Runde, ey? Und noch Lags in der letzten Runde. Nein. Hat wir einen lustigen Witz. Dafür hast du die Kanalpunkte eingelöst. Und das jetzt zu fragen.
Oh je. Okay, wir sind Top 3, aber es passiert gar nichts. Die Runde war ja so dumm, wir haben einfach nur gecampt. Es war halt auch niemand da, der uns angegriffen hat, ich meine. Was ist das denn jetzt? Oh, Sturm, egal. Ey, übel geil, was soll ich sagen? Hat mega Spaß gemacht. 0 auf 57 und wir haben wir den Pass durch? Wir haben noch den ganzen Trophäenpfad. Passbelohnung. Nein, wir haben es nicht ganz geschafft. Egal, wir haben ja noch Zeit für den Pass, den zu finishen. Trotzdem cool. Mandy-Pin nochmal, Münzen und jetzt hier noch die ganzen, das ist geil. Okay, passt auf. Kriegen wir Rico jetzt? Credits nochmal. Okay, wir sind bei 150. Nee, nur alle zwei Trophäen gibt's was. Ey, trotzdem geil. Hat mega Spaß gemacht. Und noch Powerpunkte. Wir können gerne öfters Solo mal pushen, wenn ihr das sehen wollt. Wie immer, wenn ihr mich supporten wollt, könnt im Shop gerne rechts Creator-Code Jonas eintragen. Ich bin ja offizieller Supercell-Creator. Das heißt, wenn euch irgendwas im Shop kauft wie den Pass, unterstützt ihr mich damit. Genau, lasst gerne ein Abo da für mehr Content. Und hier ist noch der Abspann verlinkt. Da sind noch weitere Videos. Und wenn ihr mehr Solo sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Da wird noch einiges kommen bald. Ciao.